Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion D2 im Ranglistenmodus. Ich gehe als Champion rein, weil ihr Kartell schon ausgewählt worden ist, dann macht es nicht wirklich Sinn, auf Burg zu gehen. Tankmäßig sieht es aber nicht so geil aus, ha? Nehmen wir auf jeden Fall erstmal die Sakura-Blume und starten mit Sakura-Blumen-Champion. Hat man lange nicht. Da haben wir eine Schnecke rein. Und dann geht es direkt los. Kommt an sich, gefällt mir aber ganz gut. Okay, ein Casket. Die Bäume sind halt nicht schlecht. Oh ja. Das hat gesessen. Das hat sich gelohnt. Weil der Eis schon so einen dicken liegt. Das hat sich echt gelohnt. Sehr schön. Also Strategie für heute. Sakura Blume steht. Seeschlangen hinballern. Als Tank haben wir Miliz und die Bäume. Und dann Fürst des Todes mit dazu. Beziehungsweise den Manta noch. Bananenbank. Consider it done. So, Worker sind am Start. Lass mich überlegen. Wir machen hier mal einen hin. Der blockt für uns so ein bisschen. Ich werde aber keinen sechsten Worker gehen, weil er sammelt. Er wird Robus schicken wollen. Wir schon mal eine Seeschlange platzieren. Das ist der Plan. Er hat schon viele Worker, aber er hat auch Kartell genommen. Da will man aufs Early Game gehen, das ist vollkommen klar. Ich baue noch so ein bisschen kleine Verteidigung auf fürs Erste. Sollte reichen. Ja, ja, ich habe es doch schon mitgekriegt. Alles entspannt. Ja, Seeschlange muss immer sehr gut. Hätte jetzt Robus geschickt, hätte ich auch sofort geblockt. Können wir locker zwei Worker jetzt holen. Ganz entspannt. Und dann sammeln wir für die 6. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich stehe mit Absicht so, dass ich dann mit dem Fürst des Todes hier platzieren kann. Durch die Drachenbeschwörung ist dann trotzdem ein guter Split da. Deswegen machen wir das hier. Gucken wir mal. Ah, der Sarg sollte locker weggehen.
Ich glaube, wir nehmen eine Echse mit. Consider it done. Und dann Worker. Oh nein, ich werde abkacken. Das gefällt mir gar nicht. Das ist auch sehr aggressiv reingegangen. Nehmen wir auch die Blut mit. Double Blut und Echse. Klingt doch schon mal gut. Sollte auf jeden Fall was reißen können. Der Sarg konnte gerade einmal seine Fähigkeit auslösen und das war's. Beide durch, sehr gut. Können wir auch zwei Worker gehen. Oh, das gibt auf die Fresse. Es ist fast alles durchgekommen. Sind fast tot. Das ist halt Early Game, ne? Nehmen wir Manta mit. Nehmen wir die zwei Echsen halt mit. Macht halt Sinn. Aber ich glaube nicht, dass wir durchkommen. Die Arkan-Verteidigung vom Sarg ist groß. Und sein Flächenschaden. So, wir gucken mal. Also im besten Fall, genau, machen wir noch eine Seeschlange. Und dann setze ich hier noch so einen hin. Oder vielleicht lieber auf die Seite. Weil die liegen schon übelst weit zurück. Welle 8, liegt 300 Gold runter. Dann eher 100, aber... 300 ist schon fett. Auf Welle 8. Wir haben das King Upgrades gemacht. Nur Regeneration, deswegen haben wir gar keine Probleme. Baumaufwertung reicht noch nicht. Wir können aber noch einen nehmen. Nehmen wir halt den einen Baum noch mit. Sonst werden die Stichwaves auch zu gefährlich. Da muss man aufpassen. Dann Ogre würde sich schon lohnen. Der lohnt sich auf jeden Fall. Hat 15 Worker, bevor Welle 10.
Das ist schon fett. Das ist wirklich schon fett. Sar, Crab Lord. Machen zwei Ex mal mit rein für die beiden. Und für den Crab Lord. Ja, Zeus hat ganz schön rein. Aber ich komme durch. Beide down. Das kann ich nicht blocken. Oh, oh. 2%. Fürst des Todes steht. Ganz wichtig. Noch ein Manta. Ich werde mir für ihn sammeln. Ich werde jetzt nicht senden, so wie er. Sondern werde auf 13 mitmachen. Geschafft, der Rest sollte easy sein. Nächste Runde noch ein paar Seeschlangen. Die sind noch für 13 ganz gut. Ja, okay, können wir auch 3 Worker mitnehmen. Ja, schon 95 drüber. APS mit Nimbus, auch nicht schlecht. Auch Seeschlangen. Ja, mach doch. Okay, 220. Wir sind es aber nur der muss ja gar keine Worker haben. Kommt mir zumindest so vor. Machen die Dreieinigkeit. Wobei es ja prinzipiell jetzt mit dem Mundsperren sogar 4 gibt. Noch ein Fürsten. Noch ein Baum. Noch ein Worker. Und dann haben wir auf jeden Fall noch Robos rein. Nehmen wir Robo und Schnecke noch mit. In der Hoffnung, dass Schnecke den Power Shot abfängt. Ja. Klingt nach einem Plan. Aber er kann mit seinem Jünger aktuell nur zweimal Mana nutzen. Einmal für den Schleim und einmal für den Crab Lord.
Wobei, also für den Sarg und den Crablord, der Schleim ist ja noch nicht mal aufgewertet. Das war's. Mal eine etwas schnellere Runde. Nimmt mal mit. Nimmt mal mit. Aber der hat auch krass auf Early Game gepusht. Ist klar, wenn du Kartell nimmst, musst du so machen. Hat sogar Megamind genommen, okay. Acht Worker. Ja, es war eine weitere Legion. Ich würde gerne mal hören, wie das vorbei ist, länger oder wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Auch zu, bis zum nächsten Mal. Ciao.